Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in ein Körbchen, wo ich aussortierte Produkte drin habe. Die hatte ich in Anwendung und die habe ich während der Anwendung aussortiert. Die habe ich nicht aufgebraucht, die sind nicht weiter in meiner Sammlung verblieben und deswegen sind sie hier in diesem Video. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal hier durchzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich möchte an dieser Stelle mehrere Sachen zum Anfang so sagen. Zuallererst, es ist so, dass ich eine trockene, sensible Haut habe, bei mir funktioniert nicht alles, was bei dir vielleicht super funktioniert. Genauso ist mein Teint durchsichtig. Also ich bin super, super hell, auch da funktioniert nicht immer alles. Und das heißt, jedes Produkt funktioniert vielleicht auch irgendwie bei dir anders als bei mir oder so, ne? Ich kann halt einfach nur von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Ich bashe weder Marken noch Personen und sollte das hier dein Lieblingsprodukt sein, ist es in keinster Weise ein Angriff an dich. Ich finde es richtig cool, wenn die Produkte woanders funktionieren, weswegen ich auch super, super gerne bei Trash-Paketen mitmache. Da habe ich ja auch schon 3 am Laufen und da freue ich mich immer wieder, wenn die Produkte, die ich bei mir aussortiert habe und die ich dann weitergebe, ein neues, freundliches Zuhause finden. Und genau, deswegen habe ich mir gedacht, in diesem Format wäre es vielleicht sinnvoll, das habe ich jetzt auch schon bei anderen Kolleginnen gesehen, dass ich eine Verlosung mache. Und zwar verlose ich 5 Trash-Pakete. Die befülle ich mit benutzten Produkten, die ich dann an euch entsprechend weitergebe. Ne? Also da müsst ihr euch darüber bewusst sein, dass sie schon mal offen waren, dass sie auch vielleicht schon ein bisschen länger offen waren. Die gebe ich dann weiter an euch. Und da könnt ihr dann einfach mal durchtesten, wie ihr das möchtet. Und genau, ich weiß nicht, ob ich da, schreibe ich dann in die Infobox auch nochmal rein, ob ich das kategorisiere, vielleicht auch nach Hauttyp und Haut, weiß ich nicht, weil manche Sachen sind halt für super helle Haut nicht geeignet und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch das mal reingesetzt und auch nochmal detailliert aufgeführt. Und da sind die Teilnahmebedingungen und wenn ihr möchtet, nehmt super gerne an der Verlosung teil. Würde ich mich freuen, wenn Produkte, die ich aussortiert habe, ein liebevolles Zuhause finden können. Ja, und was ich an dieser Stelle auch nochmal sagen möchte, dieses Video geht am letzten Tag online, wo mein Dalton-Code noch aktiv ist. Ocean-Claudi gibt euch nämlich jetzt noch 25% Rabatt. Schaut gerne bei Dalton vorbei, wenn ihr richtig gute Hautpflege finden möchtet. Ich habe da jetzt auch diese letzte Woche mein Video hochgeladen zu den Sachen, die ich jetzt über die Jahre auch getestet habe, die halt vielleicht auch nicht so gut bei mir performt haben, aber halt auch die Produkte, die bei mir richtig, richtig gut funktionieren mit meiner sensiblen, trockenen Haut. Wie gesagt, schaut dort gerne mal vorbei. Da ist wirklich für jede verschiedene Hautbedürfnisgeschichte das richtige Produkt eigentlich zu finden. Und 25% ist ein Viertel des Preises. Das sind halt auch die Sets hart reduziert dadurch. Ne? Also die sind sowieso schon reduziert und dann nochmal ein Viertel des Preises runter. Ist einfach mega. Ist in der Infobox verlinkt. Schaut gerne mal rein. Und jetzt gehen wir zu dem Part über, wo ich jetzt Produkte euch zeige, die bei mir nicht so gut funktioniert haben. Ich starte erstmal mit den Produkten, wo ich jetzt auch nicht aufgeschrieben habe, aber das habe ich halt noch im Kopf, warum sie nicht funktioniert haben. Ansonsten schreibe ich mir nämlich immer eine Liste. Ich habe hier von Biore diese Aktivkohle Strips. Das ist immer eine etwas schwierige Geschichte, bin ich ehrlich. Ich habe die auch mal zugeschickt bekommen von der lieben Marion, aber ich habe es jetzt auch schon öfters mal gehört, dass diese Strips gar nicht so gut sein sollen und gerade Menschen mit sensibler Haut, die ich nun mal habe, sollen da ein bisschen aufpassen. Deswegen sortiere ich die aus. Ich verwende sie eh nicht. Ich habe auch nicht so das Problem mit vergrößerten Poren an meiner Nase, weswegen ich die halt auch einfach im Schrank liegen hatte. Und ja, deswegen werden sie jetzt aussortiert. Dann habe ich hier noch ein Produkt, was ich... ich könnte das zweckentfremden, ja. Habe ich euch letztens in meinem Fullface Drogerieneuheiten gezeigt. Das ist hier von Rival de Loop Radiant Flower, der Stem Flower Eyeliner. Auch solche Produkte, weiß ich nicht. Packe ich vielleicht so ein paar auch von mit in die Boxen rein. Müsst ihr selber entscheiden, ob ihr die dann behalten möchtet oder ob ihr die entsorgen möchtet. Das ist dann halt eure Entscheidung, wenn da halt so Sachen wie, ja, wobei Concealer, Mascara... Schwierig, schwierig. Aber wenn sie müsst ihr es für euch selber entscheiden. Ne? Genau. Also hier habe ich auf jeden Fall dann den Eyeliner. Der hat einfach nicht so super viel bei mir gemacht. Corinne hatte mir zum Beispiel auch geschrieben, eine wundervolle Zuschauerin, dass ich den doch nehmen könnte und dann vielleicht so mit wasseraktivierbaren Geschichten das da reinstempeln und dann aufs Gesicht. Ist mir tatsächlich zu viel Heckmeck. Ich wollte ja eigentlich diesen haben, um dann direkt das damit auftragen zu können. Und ich werde den hier auch entsorgen, weil der gibt einfach ungefähr gar keine Farbe ab. Ich glaube auch, dass der einfach, warum auch immer, ist einfach ein Montagsprodukt. Also der kam halt schon
mit ungefähr keine Farbabgabe bei mir zu Hause an. Ne? Das hier hat die liebe Nicole Shigitas Playsee schon gesaved, weil sie hat ihr Video über Scantegra ja hochgeladen. Ich auch, und wir haben uns ja unterhalten. Wir waren ja ein bisschen lange unterwegs zusammen und da haben wir auch uns über diesen Reiniger von Scantegra unterhalten. Ihr bekommt den bei Purish, ihr könnt auf die Scantegra-Produkte und auf meine Favoriten und auch auf die Sale-Produkte immer mit Claudis Welt 10% sparen, wenn ihr möchtet, ne? Genau. Und das war ganz interessant, weil wir haben uns einfach ausgetauscht, weil wir sehr, sehr unterschiedliche Reviews auch gegeben haben zu den Produkten, die wir getestet haben. Und mich interessiert das dann halt auch immer, dass ich dann auch so sie frage und so und oder generell, dass ich mich austausche mit meinen Kolleginnen, weil ich das immer spannend finde, ne? Aber bei ihr hat zum Beispiel dieser Cleanser so gut funktioniert, weswegen sie sich den gesaved hat. Also ich hatte halt gesagt, du, ich sortiere den eh jetzt bald aus. Und dann sagte sie, kannst du mir den ins Trashy legen? Weil Trashy 1 und Trashy 2 sind wir ja zusammen drin. Ich sage, das dauert ein bisschen, was das bei dir ist. Ich schicke dir das mal separat zu. Dann packe ich ihr da demnächst einfach mal ein Paket und dann kommt das da mit rein. Und genau, aber so unterschiedlich, ne, funktioniert das halt. Bei mir hat es ungefähr gar nicht das Make-up gelöst. Bei ihr ist es so, dass der, ich glaube, Combom oder irgendein anderes Reinigungsprodukt, was bei mir mega abgeht wie ein Zäpfchen, nicht so gut funktioniert. Das ist echt aufregend. Ihr seht diesen interessanten Look auf meinen Augen, ne? Also ich teste mich ja immer wieder durch meine Lidschattenpaletten durch. Da habe ich jetzt von Dominique Cosmetics die Latte 2 Palette mal wieder verwendet. Ich habe schon ewig keinen guten Look mehr mit ihr hinbekommen. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, da muss jetzt hier dieser türkise Ton aber performen, weil alle anderen Töne sind ja schon sehr zurückhaltend, ne? Ich finde, das ist nicht gut geworden. Das hat einfach nicht gut funktioniert. Und nur mit den neutralen Tönen oder mit dem Orange oder so, das habe ich ja in anderen Paletten drin, ne? Die verlässt jetzt meine Sammlung. Ja, nee, das muss jetzt einfach nicht mehr sein. Dann, ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe von Charlotte Tilbury. Da kommt auf jeden Fall, ich habe schon gedreht, Leute. Mein Video kommt nächste Woche online. Oder übernächste Woche. Auf jeden Fall im Mai, wo ich euch die Charlotte Tilbury Skincare Review auch zugedreht habe. Diese beiden Reinigungsprodukte sind für meine sensible Haut zu reizend. Die sind zu krass, die funktionieren nicht. Meine Haut mag das nicht, meine Haut ist viel zu trocken danach, sie ist gerötet und deswegen sind die beiden hier jetzt aussortiert worden. Das ist krasses Zeug, ne? Das reinigt euer Gesicht, ja, aber holla die Waldfee, das ist unangenehm bei mir. Also quietsche sauber und brennt wie Feuer. Ich glaube, das kann ich am besten so beschreiben. Dann habe ich jetzt hier, der kommt aber in Müll, weil der müsste auch schon drüber sein, von Dominique Cosmetics, die Everlasting Eye Base. Ist tatsächlich auch ein Produkt, was so ein Stück weit zu gelb ist für mich. Also ich brauche halt wirklich so ein MAC Paint Tally zum Beispiel. Also ich brauche nichts, was irgendwie gelbstichig ist auf meinen Augen als Eyeshadow Primer. Ne? Und bei dem hier war es halt wirklich so und deswegen habe ich da selten zugegriffen. Dann ist er mir jetzt halt irgendwann bell geworden und deswegen muss er jetzt gehen. Das ist schade, ne? Ich muss halt öfters durch meine Sammlung durchgehen, öfters die Produkte regelmäßiger aussortieren. Dieser Nagellack-Topper ist ein Frechdachs. Das ist Riva Loves Me Just You and Me Nail Polish Topper. Das ist dieser hier mit diesen Herzchen drin. Und das sieht so unglaublich schön aus. Und ich habe mir das so schön vorgestellt, dass ich da auch die Herzchen auf den Fingern habe und diese, ne? Du kriegst da nichts raus. Also da ist zu viel Flüssigkeit und zu wenig Glitzer drin, finde ich. Also bei mir persönlich, ne? Das kommt halt nicht gut raus, weswegen der jetzt weiter wandern darf. Hier habe ich jetzt drei Duschprodukte, drei Duschschäume, tatsächlich ist unglaublich, die bei mir nicht performt haben. Da habe ich einmal M. Asam Bath & Body Charming Blossom. Ei, ist der Duft nichts für mich. Auf gar keinen Fall. Mag ich nicht. Stinkt. Mag ich überhaupt nicht. Hatte ich in der Wundertüte oder so mal drin. Boah, das ist mir einfach zu schwer, zu kopfschmerzenlastig, duftig. Ist nicht meine Welt. Deswegen muss der gehen. Dann habe ich hier Cherry Coco. Auch das finde ich ganz gruselig vom Duft her. Da, jetzt, wo ich sehe, ne, ist wahrscheinlich Kirsche und Kokos. Aber der hat für mich irgendwie nach Kirsche mit dunkler Schokolade oder so gerochen. Und ich mag das ja generell auch nicht essen. Oh, nee, das ist der Kokosduft tatsächlich, der mir da nicht gefallen hat, offensichtlich. Ganz, ganz doll kokosmäßig, ne? Das ist gar nicht meine Welt, Leute, ich sag's euch. Die Kirsche ist nur ganz leicht am Rande dran vorbeigelaufen, 5 Kilometer weit weg. Holy Crackle von Rituals konnte ich nicht verwenden, das hat mir wehgetan. Hatte ich mal in einem Adventskalender von Anja drin, das hat einfach zu sehr geprickelt. Also ich weiß nicht, habt ihr schon mal diese Holy Crackle-Dinger probiert? Ich hatte das, glaube ich, mal als Bodylotion, da fand ich das ganz witzig. Keine Ahnung, ob sich mein Schmerzempfinden oder so verändert hat, aber ich fand das ganz übel auf der Haut. Das mochte ich gar nicht, gar nicht, gar nicht. Etwas, was ich auch gar nicht mochte von Ahuhu, das Argan Oil, das hat mir so dermaßen die Haare verklebt.
das mochte ich nicht. Nein, also das hat bei mir wirklich nicht gut funktioniert. Und das soll ja für Haare sein, ne? Also ich habe heute auch wieder eins reingemacht. Das ist jetzt von NYX das gewesen. Das sehe ich jetzt halt nochmal. Wir haben es jetzt wie spät? 22.29 Uhr. Ich habe das heute Morgen irgendwann um 10 oder so in die Haare gemacht. Das mag ich nicht, ne? Wenn man da jetzt noch dieses Ölige sieht. Naja, das hier war aber richtig krass. Das war richtig klebrig. Oh mein Gott. Dann habe ich hier von Dr. Jart Plus Cizapair Tiger Grass Enzym Foam Cleanser. Ist eigentlich halt zur Gesichtsreinigung. Fand ich gar nicht angenehm. Wirklich gar nicht. Und bevor das jetzt kippt, das läuft im Dezember diesen Jahres ab, gebe ich das weiter. Oder? Nee, im November läuft es ab, genau. Das ist halt wirklich ein Reinigungsprodukt, aber mir persönlich einfach zu hart. Also für sensible Haut einfach nicht geeignet. Dann habe ich hier von Benefit den Krista. Das ist ein Blush, der einfach bei mir so gar nicht gut aussah. Das ist halt ein sehr, sehr starker. Ich mag den Shelly sehr gerne, ne? Und hier haben wir sowohl eine sehr intensive Farbe, was per se jetzt nicht schlimm ist, aber ich finde, dass er auf meinem Gesicht halt auch nicht gut aussah. Und wir haben hier auch Schimmer mit drin, was ich einfach nicht so gefeiert habe. Also das hat einfach im Gesamtkonzept bei mir nicht so funktioniert und deswegen nie. Trenne ich mich von ihm. Dann habe ich hier einen Nagellack, da habe ich einfach einen, der ähnlich ist, in meiner Sammlung behalten. Ich glaube, einer von Essie, ne? Und das hier ist jetzt einer von Art Deco gewesen. Der ist per se schön, der ist hübsch. Ich mag dieses blau schimmernde, auch dieses mit diesem grünen Shift und so. Aber der von Essie war ein bisschen haltbarer. Dann habe ich hier eine Maske aussortiert, die bei mir irgendwie gar nichts im Gesicht gemacht hat. Diese Peter Thomas Roth oder Peter Thomas Roth 24K Gold Mask. Hat, wie gesagt, bei mir nicht wirklich was bewirkt. Ich habe sie drauf gemacht, ja, und ob ich sie drauf gemacht habe oder peng, also das war jetzt kein Unterschied und das brauche ich nicht, ne? Also ich möchte schon, dass eine Gesichtsmaske was bewirkt. Ich habe da auch vielleicht ein Drittel oder so von aufgebraucht, aber da kam nichts von. Außer, dass halt wirklich das Gesicht danach geschimmert hat. Also diese Schimmerpigmente, wenn du die nicht exzessiv runterwäschst, was dann für mich ehrlich gesagt keinen Sinn ergibt, weil dann rubbel ich ja schon wieder und reize meine Haut, dann hast du diesen Glow drauf. Und ich glaube, der soll auch eigentlich drauf bleiben. Ist aber nicht mein Vibe. Ne? Das mag ich ja auch nicht bei zum Beispiel der Kaviar Gold Schimmermaske von Dalton. Das ist ja auch nicht mein Vibe. Da mag ich halt lieber die Hydro-Lift-Maske, die halt richtig krass Feuchtigkeit spendet und so einen Bügeleisen-Effekt mitgibt. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Produkten, wo ich mir was zu aufgeschrieben habe. Und zwar habe ich hier einmal den Mesauda Highlighter in der Farbe Lust for Shine Gold Ambition. Ja, und wie der Name schon sagt, das ist halt ein eher goldiger. Ich habe mir den jetzt in einer helleren Nuance nachgekauft. Der ist bei mir einfach zu dunkel. Ganz einfach, ne? Ich bin, wie gesagt, sehr, 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 sehr hell. Und der ist mir einfach ein Tick zu dunkel. Und da habe ich die hellste Nuance mir jetzt von geholt. Und die finde ich wunderschön. Dann habe ich hier zwei Eyeliner, die mir einfach zu hart sind. Das sind diese Club Tropicana Limited Edition Dinger von Riva Loves Me. Einmal in Pink und einmal in Blau. Wunderschön, wer es mag. Ne? Für mich sind die, wie gesagt, zu hart und dementsprechend müssen sie dann weichen. Ich habe sie auch verwendet, um dann im Gesicht rumzumalen. Und ja, das war es dann aber auch gewesen. Ne? Dann habe ich hier von MAC einen Blush aussortiert. Das ist halt eher so ein Blush-Lighter. Für mich ist es zu viel Schimmer, zu wenig Blush-Effekt. Finde ich schade. Fairly Precious Extra Dimension Blush. Ich meine, dass der auch mal in irgendeiner Limited Edition oder in irgendeiner Box mit drin war oder so. Also zu viel Glow, zu wenig Blush. Für mich persönlich ist das. Dann habe ich hier eine Mascara, die einfach den Hype nicht wert ist. Das ist die Call Me Queen Mascara von Essence. Das ist ein künstlich aufgebauschter Hype gewesen, der hätte einfach nicht sein müssen. Bin ich ehrlich, ne? Das ist ein bisschen schade von Essence gewesen. So ein Klimbim um so eine Mascara, die halt so einen wenigen Effekt macht, bei mir jedenfalls, war ein bisschen schade. Naja, was bin ich da hinterhergelaufen? Ich wollte die unbedingt haben. Dieser Concealer ist mir persönlich zu kompliziert, weil er nicht mit jeder Foundation funktioniert. Und das finde ich blöd. Der Shape Tape Radiant ist es nämlich. Den habe ich in der Farbnuance 12N, Fair Neutral. Und ich möchte, dass meine Make-up-Produkte eigentlich alle mit allen funktionieren. Die sollen sich alle vertragen, die sollen alle gut funktionieren. Und dann bin ich happy, weil ich teste mich halt gerne durch meine Sammlung durch. Und hier haben wir halt ein großes Füßchen, an und für sich echt eine schöne Kiste. Aber mal wollte er nicht. Und jetzt habe ich einfach gesagt, nö, wenn du so zickig bist, will ich dich nicht haben. Dann habe ich hier eine Mascara. Die hat zu wenig Effekt gemacht. Full Fat Lashes, auf gar keinen Fall. Curl, Separation, Volume, Length, Drama von Charlotte Tilbury. Ist immer schade, wenn so viel versprochen wird und so wenig eingehalten wird. Und ich habe ja Wimpern, die wirklich eine Basis geben, um wawawu-mäßig alles so zu machen und ein Produkt performen lassen.
das hat es halt einfach nicht gemacht. Ne? Da gibt es halt viel schönere und das hier ist einfach raus. Das ist so ein Faserbürstchen, was so ein bisschen kegelförmig zusammenläuft. Also für mich persönlich einfach ein Flop. So braucht man sich nicht kaufen. Dann habe ich hier ein Puder, was leider ein bisschen zu gelbstichig für mich ist, aber an und für sich ein gutes Puder. Es ist einfach zu dunkel in der Farbe Porcelain von NYX. Das No Filter Finishing Powder. Da schwärmen so viele von, also wirklich viele, ne? Weiß ich nicht. Also, oder haben mal lange davon geschwärmt. Man sieht es jetzt immer weniger. Aber das war halt echt mal ein beliebtes Teil. Und bei mir ist es halt, man sieht es ja auch so schon. Das sieht ja aus wie eine Orange neben meinem Gesicht. Deswegen ist nicht meine Farbe. Und dann habe ich hier ein Produkt von NYX, das Bear With Me, dieser Brow Setter, der macht halt wirklich nur so ein kleines bisschen, hält er die Augenbrauen fest. Ich mag gerne so Tacker-Produkte, Benefit 24 Hours Brow Setter oder hier Catrice Superglue oder von Dominique Cosmetics das Brow Blowout Shaping Gel. Das sind halt voll meine Produkte, sowas halt eher so gar nicht. Dann habe ich hier ein Puder, das ist halt so ein Ding, was viele halt, ja, ist sehr hyped, ne? Ja, Laura Mercier, das ist das Translucent Powder, ist mir persönlich ein Tick zu dunkel, ganz einfach. Mag daran liegen, dass ich die ultimative Blassnase bin. Ja, da ist ein Sticker drauf von mir gewesen, Entschuldigung. Aber es ist mir zu gelb, weil ich sette damit unter meinen Augen. Und das dunkelt halt zu sehr dann meine Augenpartie ab. Ja, ich hätte hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr. Ich drehe schon den ganzen Tag heute, ne? Wundert euch nicht, ich sehe ein bisschen matschig aus, aber das ist halt so. Auf jeden Fall ist mir das einfach ein Tick zu dunkel und ich muss mich halt von dem einen oder anderen wirklich mal trennen. Ja, weswegen ich mich auch von dem Alverde Mineral Powder trenne, das ist mir einfach zu trocken. Das macht mein Gesicht wirklich von der Wüste Gobi noch trockener. Also das ist der Wahnsinn und das brauche ich nicht. Nee, also Puder sollen fixieren, sie sollen nicht noch zusätzlich alles noch krasser austrocknen. Und ich glaube, dass hier ein sehr, sehr hoher Talganteil drin ist, ne? Auch so ein Klassiker, Milani, der Luminoso Blush. Auch hier wieder die Sache, der ist mir einfach zu goldschimmernd. Das ist eher ein Blushleiter. Ich würde fast schon sagen, die Mutter aller Blushleiter. Und bei mir sieht das halt einfach aus wie ein goldener Highlighter, den ich mir komplett hier auf die Wange aufgetragen habe. Das macht keinen Spaß. Die beiden Concealer von NYX, die sind einfach so dermaßen trocken. Das hatte ja auch in dem Hashtag Ungeschön-Format die liebe Sarah Isabel verwendet. Das tat mir echt schon fast leid, als sie das angewendet hatte, wie trocken das bei ihr auch aussah. Und bei mir dann im Nachhinein halt auch richtig krass. Ich hatte mir zwei Farben bestellt. Einmal so ein Vanilleton ist es, glaube ich. Fair ist das, genau. Und die Farbe Pink. Ich habe gedacht, hiermit kann man vielleicht so ein bisschen Augenschatten aufhellen. Nee, das macht ihr halt die crusty Augenpartie des Grauens gar nicht gut. Mm-mm. Dann habe ich hier auch noch so ein Produkt, Catrice, den Eyeshadow Topper, das ist aus dieser Joker Limited Edition. Der ist eigentlich echt hübsch, muss er aber solo tragen. Weil wenn du was drunter gibst, bei mir persönlich hat er alles abgenommen. Bei Sarah Isabel sah das so schön aus, bei mir furchtbar. Und auch ein weiteres Produkt aus der Limited Edition hat mich nicht überzeugt. Und zwar der Maxi Baked Bronzer, dieses Riesen-Oschi-Ding. Can't catch me. Ist fleckig geworden und dann über die Zeit, über den Tag einfach verschwunden. Das ist ganz verrückt. Und also vielleicht ist der einfach zu dunkel für mich gewesen. Vielleicht war auch aber einfach die Textur nicht richtig. Es ist auch so, dass wenn ich die Produkte dann auch mit euch zusammen in der First Impression austeste, ne, dass ich danach halt die Produkte nochmal hier liegen habe, nochmal teste, nochmal versuche, dass es funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht und dann muss das Ding halt einfach gehen und dann ist es halt einfach so. Es kann ja auch nicht jedes Produkt bei mir funktionieren. Deswegen gibt es ja auch so eine Vielzahl an Dingen auf dem Markt, weil jede Haut und jedes Bedürfnis und jedes Wunschempfinden ist ja auch irgendwie ein Stück weit anders, ne? Dann habe ich hier die Harley Quinn Mascara. Oh, habe ich mich drüber gefreut eigentlich. Das ist in der Farbe Purple. Die war einfach unsichtbar. Also weder, dass sie irgendwas in Lila eingefärbt hätte, noch dass sie in irgendeiner Art und Weise sichtbar gewesen wäre. Deswegen, nee. Also ich hatte halt einfach den Traum gehabt, dass wenn ich so einen bunten Look mache, dass ich mir sowas so an den unteren Wimpernkranz gebe und dann halt irgendwie das Ganze nochmal fresher aussieht. Nee, hat einfach gar nichts gemacht. Auch aus dieser Limited Edition ist es hier dieser Metaglow Highlighter. Der ist einfach eher ein Monolidschatten. Ne? Also das muss ich jetzt nicht haben, haben die auch im Standardsortiment, aber ich glaube von Catrice drin, genau. Und nee, Monolidschatten habe ich. Und auch Lidschatten in Paletten in, ich glaube, dieser Farbe bestimmt in irgendeiner, habe ich sicherlich in irgendeiner Beauty Bay Palette, bei Beauty Bay oder sowas, sicherlich. Ne? Aber so, als ich den auch im Innenwinkel aufgetragen habe und dann so auch aufs Lid, wunderschön. Also das sah richtig klasse aus. Ich kann mir das jetzt auch total gut vorstellen, dass wenn ich, ja, so seidig, ne? Dass wenn ich den hier so drüber toppe, das sieht bombastisch aus.
Das hebt wirklich alles nochmal auf eine andere Stufe. Das ist wirklich schön, ne? Aber ich brauche ihn nicht als Highlighter. Dann bringt sowas doch einfach als Monolidschatten raus. Dann weiß man direkt, worauf man sich einlässt oder eben nicht, falls man halt wie ich jetzt nicht unbedingt ein Fan von Monolidschatten ist. Aber ich brauche es nicht als Highlighter. Das war nie. Einfach nie. Genauso finde ich das ein bisschen schade, wenn Firmen wie Estee Lauder hier in der Daywear-Variante die Produkte rausbringen. Das ist jetzt B22, ich glaube, das ist sogar die Farbbezeichnung. Das ist halt eine Farbe und dann One Shade Fits All. Nee. Wie? In welchem Universum soll das funktionieren? Naja, hier war es auf jeden Fall sehr dunkel. Ich habe das Ganze dann ja auch ein bisschen auf meinem Gesicht gemischt und am Ende sah es auch gut aus in meinem Full Face Beauty Boxen. Ja, aber solo auf gar keinen Fall. Also nee. Dann habe ich hier von Benefit the Professional Smooth Zip. Das habe ich mal in der Kooperation auch bekommen. Und das ist ein Primer, wo ich echt Hoffnung drin hatte, dass es gut mit uns beiden funktioniert, weil hier steht ja auch Lightweight, Smoothing, Moisturizer. Geil, habe ich gedacht. Das ist mal ein Primer, der für mich passen könnte von Benefit und halt nicht so dieses krass silikonige, porenverfeinernde ist. Auch die Textur fand ich schön. Aber wie er sich dann auf der Haut entwickelt hat, war furchtbar. Jedes Mal, wenn ich ihn getragen habe, habe ich hier so richtige Foundation-Löcher um meine Nase herum gehabt. Das sah ganz, ganz grausam aus. Deswegen ist das gar kein Produkt für mich und muss jetzt gehen. Dann habe ich hier einen Eyeliner von O'Olution, den Headline Eyeliner. Der ist einfach zu hart, der ist zu trocken, der macht das Ganze halt nicht so schön, wie ich es gerne hätte. Und ja, schade, ne? Weil das ist, glaube ich, ein recht teures Produkt eigentlich. Richtig schöne Naturkosmetik eigentlich, ist ein Dip-Eyeliner. Aber bei mir hat er halt einfach nicht gewollt. Dann habe ich von KAB einen Lip Liner, der auch viel zu hart ist. White Russian, also das ist wirklich ein eskalativ hartes Moped. Alter Schwede. Nein, danke. Das brauche ich nicht. Schöne Farbe auf jeden Fall. Ich habe mir ja auch einfach nur aufgeschrieben, zu hart, definitiv. Ne? Ja, das ist schade gewesen. Das ist von Odin's Eye, Norn's Mesmerizer. Ja, nee, du, also, was soll ich dazu sagen? Das ist einfach eine Glitzerbombe. Wer auf diese Fenty-Highlighter steht, wird den wahrscheinlich hart feiern. Ich liebe Odin's Eye, aber das mit den Base-Produkten, das können sie halt leider nicht ganz so gut. Jedenfalls nicht für meinen Geschmack, ne? Und das ist halt wirklich eine krasse Glitzerbombe. Ich war so happy, als ich in dieser Mystery-Box halt auch diesen Farbton drin hatte, weil ich es so schön fand. Aber diese Glitzerpigmente, die da drin sind, sind so intensiv, dass ich den leider aussortiere. Das ist so schade. Also Odin's Eye, falls ihr das seht, bringt gerne irgendwelche Glass-Skin-Highlighter raus, die halt so einen Finish haben, die nicht irgendwie, das ist Sand in Naturkosmetik, Leute, ne? Die jetzt nicht irgendwie eine krasse Glitzerfee aus mir machen, weil das brauche ich nicht. So, und dann habe ich zu guter Letzt hier noch eine Mascara, Skin Research Extreme Lash Effect Volumizing Mascara. Die enttäuschen einen echt, ne? Mal dieses Extreme-Gedönsen. Die hat einfach gar keinen Effekt gegeben. Also, das war einfach viel zu wenig für mich. Ich mag Wawa Wurm, ich mag es extrem und das hat es hier leider nicht mitgegeben. Und nach ein paar Mal verwenden sieht das schon wieder hier total zerstört aus. Naja, ist eine Gummibürste mit hier auf dieser Seite längeren Borsten, da kürzere Borsten. Eigentlich funktioniert sowas bei mir gut, ne? Aber die hat es halt nicht getan. Ja, das hier waren jetzt mal so meine Flop-Produkte, die sich so ein bisschen angesammelt haben. Ihr könnt euch super gerne, habe ich auch vergessen, unter dem Video in den Kommentaren suchen und finden, falls ihr selber irgendwelche Trash-Pakete oder sowas gründen möchtet. Dafür sind die Kommentare unter solchen Videos immer gerne offen. Und wie gesagt, in diesem Video verlose ich 5 bunt gemischte Trash-Pakete. Falls ich da irgendwie jeweils irgendwelche Mottos oder Konstellation mache, keine Ahnung, trockene Haut, sensible Haut, bla, schreibe ich das nochmal separat dazu. Ansonsten ist es bunt gemischt, ne? Da seid dann einfach auf ein Überraschungspaket gespannt. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.